Schreibst du deine Memoiren? Vergiss nicht den Bindestrich zwischen Spider und Man. Mach den Heli fertig. Ich komme gleich. Erstaunlich, wie weit du gekommen bist. Aber deine Torheiten enden jetzt. Du weißt schon, dass ich dich immer noch sehe, oder? 8 Jahre lang diese Anmaßung. Oh, für mich? War nicht nötig. Ich muss meine Chance abwarten. Wird nachgeladen. Was machst du da? Wie kann das sein? Was ist los, Willy? Du scheinst wütend zu sein. Ich werde dich vernichten. Gib dein Bestes. Das ist meine Chance. Du bist der größte Abschaum dieser Stadt. Das gleiche wollte ich zu dir sagen. Ihr wisst, was zu tun ist. Umstellt ihn! An alle Zugriff! Schnappt ihn euch! Ihr Schwachköpfe, ihr seid zum Kämpfen ausgebildet. Bist du schnell? Ich will keine Ausreden hören. Wofür bezahle ich euch denn? Ausschalten! Nein, ich schaffe das alleine. Dummköpfe! Hey, das ist nicht fair! Wo bleibt die Verstärkung? Willy! Ich hab noch nicht mal angefangen! Sollten wir uns küssen?
Vielleicht später. Hi, Herman. Echt jetzt? Gib's auf, du wirst dich nie fahren. Hast du letztes Mal auch gesagt. Ich will dir nichts tun. Mach dich nur langsamer. Wow, wie überaus nett. Wofür ist das Geld, Herman? Warum fragst du? Keine Ahnung. Ich wollte nur höflich mit dir plaudern. Genug geplaudert. Aber das wäre so viel schöner, wenn wir auf der Gefühlsebene verbunden wären. Ach ja, stimmt. Du hast ja gar keine Gefühle. Hab dich. Jetzt plaudern wir. Ich sagte, genug geplaudert. Notiert. Im Ernst, Herman? Warum wieder der Mist? Du weißt, dass die Polizei dich im Auge hat. Gut, wir alle wissen, dass du dämlich bist. Aber doch nicht so dämlich. Du musst echt verzweifelt sein. Das heißt, dass du nicht für dich selbst klaust. Du arbeitest mit jemandem zusammen. Oder für jemanden. Sag mir jetzt, wer es ist. Oder ich prügle später aus dir raus. Deine Wahl. Was, Herman? Du hast null Persönlichkeit. Aber dein Anzug ist der Hammer. Gib mir mal Designtipps. Und später. Herman, lang nicht gesehen. Ich bin zwar kein Anwalt, aber das verstößt bestimmt gegen die Bewährungsauflagen. Ups, wir bleiben wohl eine Weile. Wollen wir Wer will ich spielen? Nein? Wie wär's mit Daumenwrestling? Nein? Dann halt Boxen! Wow! Die Handschuhe sind jetzt voll digital, was? Wie du meinst. Du willst kämpfen? Kämpfen wir! Mann, wenn ich dich wieder einbuchte, können wir endlich fachsimpeln. Weißt du noch damals? Ich, so jung und dumm. Du, einfach nur dumm. Du redest zu viel. Naja, das ist Ansichtssache. Ich meine, gibt es Standardwerte, wie viel man so reden sollte? Und wer bestimmt das Idealverhältnis zwischen Reden und Nichtreden? Warum tust du das hier, Herman? Weil die mich sonst umbringen werden. Die Post! Raus damit! Dann helfe ich dir! Du willst mir also helfen? Lass mir einfach das Geld! Nee, so läuft das nicht! Bleib stehen! Frag nett! Dann vielleicht! Du weißt aber schon, dass keiner mehr Banken nutzt. Reiner Zufall, dass du noch Geld gefunden hast. Weißt du, wie Bankraub heute aussieht? Versuch Daytrading. Das ist voll in. Oh, warte. Oh nein! Oh, komm schon, Herman! Sag mir, für wen du arbeitest. Dann beschaffe ich dir einen Deal. Wenn ich rede, bin ich tot.
Die verstehen da keinen Spaß! Das wird wehtun! Das verstehe ich nicht, Herman! Seit wann hast du Angst vor anderen Menschen? Denke, das sind nicht mal Menschen! Unter den Masken könnte ja alles sein! Moment! Sagtest du Masken? Diese Maskentypen! Wofür brauchen die denn das Geld? Weiß nicht! Ist doch egal! Nach dem Job hier verschwinde ich! Okay, fang! Und zwar mit deinem Gesicht! Gib auf! Dann können wir dir helfen! Niemals! Du hast ja keine Ahnung! Okay, letzte Chance aufzugeben. Dieses Mal meine ich es ernst. Bleib stehen! Okay, das vorher war alles Spaß. Jetzt ist deine letzte Chance. Wirklich! Sorry, Herman. Das hast du dir nur selbst eingebrockt. Der wütende Drogenbaron ertrank allein. Klingt wie ein Gedicht. Wenn du das sagst. Ich war nie so der große Leser. Wie bist du überhaupt an Martin Lee gekommen? Ich bin der Beste. Ich gehe nicht hausieren. Man kommt zu mir. Könnte Tombstone tagelang prügeln, ohne dass er es spürt. Ob die Gegendroge wohl wirken würde? Jungs, na los doch! Weißt du noch unser letzter Tanz? Ist dein Knie wieder in Ordnung? Es zieht, wenn es regnet. Sonst super. Dass du fragst. Vor dem Einsatz der Gegendroge muss ich Tombstones Bande ausschalten. Oh, bin geschmeichelt. Magst aber dieses Ausnutzen Produkt? Von Leid es heißt ist nicht so mein Ding. Hast du den Namen von deiner Marketingabteilung? Ich bin die Marketingabteilung. Ich muss seine Leute ausschalten, dann kommt die Gegendroge. Hast wohl Sport geschwänzt. Er wird langsam, fast geschafft.
Eisendroge wirksam. Zeit, ihn auszuschalten. Was zum Geier hast du mir verpasst? Seltsam. Oh, weißt schon. Artikelentlockungsmittel. Das Übliche. Meine Zunge ist komisch. Hoffentlich tust du irgendwann mal was Gutes, Lonnie. Eine Suppenküche leiten oder sowas. Ha, erst wenn Suppe Knete brennt. Aber genau so mag ich es. Toller Kampf, tolle Herausforderung. Wir beide sind so unterschiedlich. Also sind deine Tage als irrer Drogenbaron gezählt? Bitte? Klar. Fürs Erste. Aber war echt der Hammer. Das sehe ich anders. Das ist neu. Man darf wohl nicht hoffen, dass du es jetzt ruhiger angehst als, naja, Sterblicher? Keine Chance. Die Gefahr macht es nur noch besser. Krasser linker Haken. Freue mich auf den Rückkampf. Lass mal. Ich mag dich. Ich kenne dich. Du warst die Halloween-Deko meiner Nachbarn. Ich bin Taskmaster. Und du wirst jetzt zur Schule gehen. Ich habe ein unverbindliches Gedächtnis. Alles, was du tust, kann ich imitieren. Beeindruckt? Ich habe mich mit den Emoja. Und ich kann auch vorhersehen, was du tun wirst. Wann wird dir klar, dass das nicht funktioniert? Für mich läuft es großartig. Ich lerne jedes Mal mehr von deinen Moves. Ich muss eine Lücke finden. Die Coverband ist nie so gut wie das Original. Du hast ein Energieschwert? Wenn mich der Nighthawk umfallen lassen soll, könnte das klappen. Also, das ist echt dreist, mein... Dieser Gefecht gesetzt ist er wehrlos. Schnell vorbei sein. Zeit für eine neue Strategie. Hey! Wir sind dann bereit, Dr. Michaels. Ist das der Teufelsatem? Es heißt GR27 nicht. Seien Sie vorsichtig. In den falschen Händen könnte es... Keine Sorge, wir sind die Besten der Welt. Da fühle ich mich gleich besser. Code 381, Paket ist unterwegs. Hier entlang, Dr. Michaels. Was zur Hölle ist das? Paket sicher. Willkommen an Bord, Doktor. Ugh.
Ja, sicher doch. Yuri, ich verfolge Martin Lee. Ich glaube, er hat Dr. Michaels und den Teufelsatem. Verstanden. Schicke dir mehr Einheiten. Michaels lebt noch. Das ist gut. Wahrscheinlich möchte er ihn zwingen, den Teufelsatem herzustellen. Ich muss diesen Laster aufhalten. Oder Panzer. Oder was das ist. Raketen in Manhattan bin ich nicht dabei! Ich muss die Jungs in den Wagen erledigen, bevor ich mir Lee hole. Der Retter naht. Er wird kommen und alle Sünder vernichten. Sorry! Lee, geben Sie's her! Ich muss ehrlich sein, ich hatte gehofft, dich herzubringen. Meine Fähigkeiten verleihen mir eine gewisse Überzeugungskraft. Ich habe dich beobachtet. Ich habe am Rathaus auf dich gewartet. Du bist nicht gekommen. Wo warst du? Ist das echt? Oder nur in meinem Kopf? Wirklich zu schade, dass so viele starben und sie kein Held rettete. Der Officer hat dir das Leben gerettet, nicht wahr? Er war deinetwegen hier. Und Norman wollte ihn benutzen. Am Ende war es vergebens. Und was hat Norman überhaupt gemacht? Er ist weggelaufen wie eine Ratte. Er wusste, was passieren würde und ist geflohen. Norman ist für diese Stadt wie Krebs. Er muss vollständig entfernt werden, damit er niemals zurückkehrt. Er versteckt sich hinter seiner Lügenmaske. Ich werde sie zerbrechen und ihn ans Licht zerren. Setz sie auf! Werde einer von uns! Danke, ich verzichte! Ja! So oder so, du wirst zu mir kommen! Oh. All die verlorenen Seelen, die Unschuldigen, die du nicht retten konntest. Martin, ihr Blut klebt an ihren Händen. Du kannst Osborn aufhalten. Du bist stark genug. Den Willen gebe ich dir.
Sie liegen in den Gassen und du hast nichts getan. Ich kann nicht alle retten. Was ist schon ein Leben? Tauschen wir ein Leben für eine Stadt voller Seelen. Verteidigt Osborn oben in seinem Elfenbeinturm? Das ist nicht echt. Zeig mir deine wahre Kraft. Los! Die Schatten sind meine Diener und ich gebe ihnen Kampf. Lass die Maske! Ich muss die Maske zerstören! Hör auf! Ich hole sie aus der Dunkelheit, Martin! Unmöglich! Sie können zurück ins Licht kommen! Nein! Alles okay? Haben die es? Ja. Wie besorgt muss ich sein? Sehr. Sie sind ein gefragter Mann. Wo ist das Serum? Weg. Didiskoja. Ein toller Superheld. Du glaubst, Leute zu retten und machst alles nur schlimmer. Das ist deine Schuld. Meine Schuld? Er stand unter eurem Schutz. Brauchst du wirklich zwei davon? Stopp! Wir müssen Mr. Osborn informieren. Ich gehe mit ihr. Danke. Das vergesse ich nicht. Endlich. Sorry, bin zu spät. Passiert mir dauernd. Tun Sie das! Ich begleiche eine Schuld. Ich bleib wohl besser auf Distanz. Yeah.
ist wehrlos. Er wird wohl langsam müde. Meine Chance abwarten. Sie sind krank. Ich will Ihnen helfen, Martin. Nicht wehtun! Nichts kann mir wehtun. Nicht mehr. Keine Bremsen? Kein Problem. Das hat letztes Mal funktioniert. Juri, bauen Sie noch an der 42. und 1.? Ja, da ist noch ein Monat gesperrt. Wieso? Nächster Halt. Knast. Wenn du meine Moves kennst, weißt du, dass ich dich fertig mache! Überrasch mich, wenn du kannst. Bei meinen Aufgaben zuzusehen, hab mir all deine Moves beigebracht. Wie wäre mal ein Auffrischungskurs? Wer nutzt meine Moves? Komm schon, das ist erbärmlich. Was ist los? Keine Lust auf einen fairen Kampf. Das siehst du noch einmal, wenn ich zutrete. Ich muss ihn überrumpeln. Weiter so! Meine Lehrerbewertung wird dir nicht gefallen! Ich zähle die Resultate. Und die kriege ich immer. Kapiert?
Die Schule ist aus, Taskmaster. Warum verfolgst du mich? Ich sollte feststellen, ob du rekrutierungswürdig bist. Ich wäre lieber Jamesons Fußmasseur als Rekrut von jemandem, der dich anheuert. Dein Pech. Sie zahlen sechsstellig. Manche Leute verdienen es wohl, arm zu sein. Sechsstellig? Nee. Rolle. Sagtest du nicht, das Raft sei sicher? War es. Dann auf. Könnte schlimmer aussehen, als es ist. Sehr optimistisch. Aber ich habe gelernt, was schlimm aussieht, ist meist noch schlimmer. Achtung! Juri! Ich rutsch ab! Hab dich! Festhalten! Alles okay? Ja. Willkommen zur Party! Gerade rechtzeitig zum Feuerfest! Wir haben wohl Bewährung, Jungs! Electro, warum lässt er denn alle raus? Ich gehe ins Hauptkontrollzentrum und sehe nach, wie dort die Lage ist. Okay, ich gehe zur Party. Alle schön brav zurück in die Zellen und mach die Tür hinter euch zu, okay? Bitte. Das ist jetzt los. Ich mach dich fertig, Spinne. Er darf keinen von uns mehr erwischen. Fertig, eine nach dem anderen! Haut rein! Lass euch nicht von ihm verrückt machen! Katastrophales. Das klingt nicht gut. Hi, Rhino! Hi. Hoffentlich magst du Überraschungen, Spinne! Überraschung? Was meint er denn damit? Hey, wie sieht's bei dir aus? Bei mir? Ach, ich bin im Knast mit allen Schurken, die ich in den letzten 8 Jahren... Das ist zu schön, um wahr zu sein. Scorpion? Wartest du mal kurz? Ich war mitten in einem Anruf. Eher nicht. Electro, Rhino und jetzt auch Scorpion sind auf freiem Fuß. Was ist im restlichen Gefängnis los? Die Kameras laufen bald wieder. Dann gibt's einen Lagebericht. Electro ist schneller als je zuvor. Da geh ich nicht wieder rein. Na, abschiede dich. Ist in der Luft. Schnappt ihn euch. Niemand wird mich hier wieder einsperren! Na los, Spider-Man! Ich dachte, das wäre eine Jagd! Ich muss den Kerl aufhalten. Du kannst mich nicht aufhalten! Aber schön, dass du es versuchst! Sag mir, für wen du arbeitest, dann verschone ich dich! Das Angebot will nie jemand annehmen. Hab dich. Vulture. Lang nicht gesehen. Wir werden so viel Spaß haben. Sorry, keine Zeit zum Reden. Bist du noch da, was? Okay. Die Überwachungskameras sind wieder online. Wie sieht es aus? Tja, sieht so aus, als seien sämtliche Insassen des Rafts geflohen.
einschließlich Martin Lee. Damit sind 5 seiner schlimmsten Feinde gegenwärtig wieder in Freiheit. Ich dachte gerade wirklich, das sei dein Ernst. Es ist ernst. Verfolg mich weiter! Bald haben wir's! Elektro! Hör auf! Gefällt dir mein neuer Anzug? Wahnsinn! Wo hast du den denn her? Gibt's nur für Mitglieder. Gute Idee. Wir müssen das hier auch gar nicht tun, wenn ihr nicht wollt. Wir wollen auf jeden Fall. Dr. Octavius. Erste und letzte Warnung. Komm uns nicht in die Quere. Jeder von euch hat einen Job zu erledigen. Eure Schuld ist beglichen, wenn wir fertig sind. Los! Spider-Man, wir wurden uns nie richtig vorgestellt. Ich bin Otto Octavius. Es gibt kein Icarus, oder? Nein. Martin braucht keine Hilfe, um das Antiserum zu sichern. Icarus war ein Trick, um dich in Position zu bringen. In Position? Für einen Mann wie Octavius zu arbeiten. Notfallpläne für die Notfallpläne. MJ, hey! Pete, bist du okay? Was ist da los? Viel Verkehr! Hör zu! Lee will unbedingt das Antiserum. Wir müssen Oscorps Teufelsart im Labor vor ihm finden. Bin schon dabei. Ich sehe mir sämtliche Baugenehmigungen an. Wenn ein Labor dabei ist, werde ich es finden. Na toll! Okay, bis bald, MJ! Fehlgeschlagen? Hat ihn geschwächt. Zeit für Plan B. Wie Spider-Man zu töten. Das war beinahe herzerwärmend, Elektro. Der Knast hat dir richtig gut getan, hm?
Wie? Du bist dran! Hey, Adrian! Ich bin Spider-Man! Was soll dieses Gebrabbel? Keiner kapiert meine Witze! Unsere Fehde endet heute, Insekt! Fehde? Ich dachte, es wäre ein Geben und Nehmen! Mann, da habe ich echt was missverstanden! Ich muss dich vernichten. Super! Du hast meinen Witz kapiert. Damit versüßt du mir wirklich den Tag. Danke dafür. Mal im Ernst, das war schöner, als ihr Einzelgänger wart. Verblüffend, wie weit man mit Teamwork kommen kann. Was? Elan der Jugend, die Weisheit der Erfahrung. Eine gute Paarung. So wie Öl und Wasser, klar. Schätzt ihr Typen diese Situation völlig falsch ein? Nur noch einer übrig. Wie oft haben wir diesen Tanz schon aufgeführt, Adrian? Ein Dutzend Mal? Zwei? Einmal zu oft. Das hier ist dein letzter Walzer. Nächstes Mal bist du dran! Moment mal! Was ist los? Electro wurde geerdet. Spider-Man, nehme ich an. Wenn du die Stadt wirklich liebst, dann hilf mir, ihr zu zeigen, was für ein Verbrecher Osborn ist. In dem Unschuldige sterben? Ich hätte wieder für Ordnung gesorgt. Sie sind krank. Sie brauchen Hilfe. Ich habe schon genug Hilfe. Und wir hören erst auf, wenn Norman bestraft wurde. Jemanden in deiner Größe, Rhino? Gibt keinen in meiner Größe, Pauk! Oder lass uns doch einfach darüber reden. Was soll das mit dem Team, Rhino? Bist du nicht ein Einzelgänger? Mittel zum Zweck, Pauk! Alles ist nur Mittel zum Zweck! Und welchen Zweck genau erfüllt dieses Mittel? Freiheit. Wahre Freiheit. Kein Anzug. Kein Rhino. Oh,
Ich mag den Anzug. So individuell. Sei dankbar, Hauch. Ohne Anzug. Mach. Okay, Rhino. Beenden wir Das passiert, wenn man ein 8-Tonnen-Baby einen Männerjob machen lässt. Bringen wir es zu Ende. So gern ich dich mag, Scorpion, man unterbricht andere nicht einfach. Was hättest du denn ohne mich getan? Gebettelt, dass er aufgibt? Ja, Gargan, genau das wäre mein Plan gewesen. Oh, ein altes Ehepaar, ihr beiden. Und? Habt ihr und Otto schon einen Namen? Die schrägen Sechs? Das dreckige halbe Dutzend? Die ermordeten Spider-Man und machten einen Bettvorleger aus ihm, Sechs. Gargan, bitte, du machst dich lächerlich. Aus seinem Anzug raus. Was hat Octavius dir versprochen, Scorpion? Geld. Gargan hat keine Prinzipien. Er kämpft für Geld. Unsinn. Ich würde Spider-Man auch gratis töten. Das Geld ist ein Bonus. Scheitern, Gargar, siehst du, wie schmerzhaft der Anzug ist. Große Gefahr. Vielleicht ziehe ich dich auch selber aus dem Anzug. Stück für Stück. Langsam glaube ich, ihr braucht mich gar nicht. Bekommt ihr beiden das alleine hin? Genauso, das ist meine Chance. Weißt du,
Weißt du, was Octavius macht, wenn er von deinem Versagen hört? Versagt? Ich? Ja, du, du Freakshow! Verbringt mal ein wenig Zeit miteinander, damit ihr euch vertragt! Herum, Spider-Man! Das ist zwischen mir und Osborn. Ich weiß von dem Unfall! Ich weiß, was mit ihren Eltern passiert ist! Der Unfall? Du klingst so klinisch wie Osborn. Meine Eltern starben wegen mir. Wegen dem, was Osborn mir angetan hat. Sie sind mehr als ihre Vergangenheit. Machen Sie sich frei davon! Ich habe so sehr versucht, meine Eltern stolz zu machen, ihr Andenken zu ehren. Doch um sie wirklich zu ehren, muss Osborn Gerechtigkeit widerfahren. Ich kann das nicht zulassen, Martin! Schmerz, seine Wut, sie befeuern seine Macht. Das ist die einzige Probe. Nein! Nein, Martin! Ich sagte doch, es tut mir leid. Es war ein Unfall! Ich wollte dir helfen! Du hilfst Menschen nicht. Du benutzt sie. Martin! Das bringt ihre Eltern nicht zurück. Warum willst du diesen Abschaum unbedingt retten? Ich möchte sie retten, Martin. Rache ist keine Lösung. Kämpfen Sie! Führen wir Osborn wahrer Gerechtigkeit zu, aber nicht mit ihren Mitteln. Hör niemals auf. Verbrechen gehen auf dein Konto! Ja.
Sie, Martin! Kämpfen Sie dagegen an! Nein! Osborn muss leiden! Wow. Besiegen, Martin! Den Dämon besiegen? Ich bin der Dämon! Ein echt großer Dämon! Großer Dämon! Du kannst dir ein Grab mit Osborn teilen. Das reicht! Das alles wird bald vorbei sein. Das will ich hoffen. Mein Wille ist stärker als deiner. Das werden wir ja sehen. Nicht nachlassen. Er ist fast erledigt. Osborn muss dafür bezahlen. Ich weiß. Aber das ist der falsche Weg, Martin. Nutzlos. Otto? Huh?
dein Gesichtsausdruck. Du glaubst gar nicht, wie befriedigend das ist. Bereit für deinen letzten Akt? Otto. Weg. Aber das ist jetzt nicht dein Problem. Er muss ins Krankenhaus. Nein, kein Krankenhaus. Feast. Wir schaffen das Unmögliche, Doc. Aber ich muss es zerstören. Mit einer kleinen Eigenkreation. Melden wir uns mit Live-Bildern von Bürgermeister Osborn, gefangen auf dem Dach des Oscorp Tower. Soll ich etwa betteln? Das wird nicht passieren! Die Welt wird die Wahrheit erfahren, bevor sie dich vom Gehsteig kratzen. Sag ihnen, was du getan hast! Ich... niemals! Ja! Alles, was du hast, gründet sich auf Lügen! Lügen! Ja! Du nahmst mir meine Firma, meine Ideen! Jetzt... die Wahrheit! Die Wahrheit. Okay. Die Wahrheit ist, deine einzige erfolgreiche Arbeit war die mit mir. Die Wahrheit ist, du hast nie akzeptiert, dass ich besser bin als du. Du bist ein Versager, Otto. Und wirst es immer sein. Geben Sie mir das Antiserum. Otto, Sie haben Ihr ganzes Leben den Menschen geholfen. Du kämpfst gegen den Falschen. Aber wie du meinst. Wir haben nicht viel Zeit. Bitte! Ich übergebe das Antiserum, wenn Osborn für seine Taten büßt!
Geben Sie mir das Antiserum! Sie haben Osborn doch bereits ruiniert! Nein! Er fällt immer auf die Füße! Er muss alles verlieren! Ein schöner neuer Anzug wird nicht helfen! Ich kenne Ihre Schwächen! Ich habe keine Schwächen! Genug gespielt! Beeilung! Menschen sterben! Sie brauchen das Antiserum jetzt! Ich heile die Stadt, nachdem Osborn erledigt ist! Ich werde die Stadt retten! Dann tun wir, was immer Sie wollen! Ich weiß bereits, was ich will! Jetzt geh mir aus dem Weg, bevor ich dir weh tue! Wie viel zahlt Osborn, damit du ihn beschützt? Ich schütze ihn nicht! Ich will nur die Stadt retten! Du verschwendest meine Zeit! Geben Sie mir das Antiserum! Ich verspreche, Osborn wird angeschlagen! Lügner! Genau wie Osborn! Nichts als Lügen! Schluss damit! Sie wussten es? Ich wollte sie warnen. Aber sie hörten mir nicht zu. Sie wussten es. Du wirst nicht siegen. Das bedeutet mir zu viel. Sicher nicht mehr. Halt's mir! Du solltest mir helfen! Habe
Wind! Sie daran, wer Sie waren! Dieser Mann ist tot! Du kannst mich nicht retten, Peter! Dann müssen Sie sich wohl selbst retten! Sie waren mein Held! Sie waren so wichtig für mich! Ich hasse es, dass Sie mich dazu bringen! Wir wollten die Welt verändern! Nicht müde! Nur verletzt! Otto! Wenn man die Welt verändern will, muss man bereit sein, auch die härtesten Entscheidungen zu treffen. Das ist wirklich wahr! Nein! Das Antiserum! Peter, Sie waren wie ein Sohn für mich. Ich hätte wissen müssen, dass Sie sich auch gegen mich stellen, so wie alle anderen. Gegen? Gegen? Ich habe Sie angebetet, Ihren Geist, Ihr Bestreben, anderen zu helfen. Und wie Sie nie aufgaben. Weil Menschen wie wir eine Pflicht haben, eine Verantwortung. Unsere Talente für andere zu nutzen. Auch wenn diese es nicht schätzen. Wir müssen für die sorgen, die unter uns stehen. Ob sie es begreifen oder nicht. Nein, das ist falsch! Sie sind das, was ich immer sein wollte! Und sie haben alles weggeworfen! Ja, natürlich. Sie haben recht, Peter. Das ist mir jetzt klar. Die neurale Schnittstelle beeinflusste mich. Aber das kriege ich hin. Wir kriegen das hin. Zusammen. Wenn Sie mir helfen. Ich werde tun, was ich kann. Ich sorge für die beste Hilfe. Nein! Wenn Sie mich einsperren, nehmen Sie mir meine Arme! Dann bin ich in diesem nutzlosen Körper gefangen! Also,
bitte, Peter. Das war nicht ich. Sie haben gesagt, Sie lassen mich nicht im Stich. Niemals. Wissen Sie noch? Und natürlich, keine Sorge. Ihr Geheimnis ist sicher bei mir. Tun Sie, was Sie für richtig halten, Doc. Mehr kann niemand von uns tun. Peter? Auch wenn es unendlich wehtut. Peter, wo wollen Sie hin? Peter? Peter! Felicia, wir müssen reden. Oh, ich vermisse unsere Gespräche. Aber ich muss weg. Sie hat meine Netzschießer mit einem EMP kurz geschlossen. Dann mache ich das wohl auf die altmodische Weise. Komm schon, ich will nur helfen! Dann verschwinde! Wenn Hammerhead deinen Sohn hat, schaffst du das nicht alleine. Warum nicht? Ich habe alles andere alleine geschafft. Ich meine, das musst du nicht! Warum vertraust du mir nicht? Wir haben schon mal zusammengearbeitet. Hast gerade deine eigene Frage beantwortet, was? Felicia, warum hast du darüber nicht mit mir gesprochen? Weil es nicht dein Problem ist, sondern meins. Und ich kümmere mich drum. Vielleicht sehe ich es ja gar nicht als Problem. Es sei denn, du sprichst von dem Bandenkrieg. Der ist definitiv ein Problem. Geh auf, Spinne. Ich komme allein. Die Schießer gehen endlich wieder. Zeit zum Netzangriff. Ich kann dir helfen, Hammerhead aufzuhalten! Wie? Ohne zu töten oder das Gesetz zu brechen? Mit deinen Mitteln funktioniert es nicht. Felicia, wegen deines Sohns. Ich muss nur wissen, ist er... Es ist meiner. Und ich kümmere mich um ihn. Hartnäckige kleine Spinne. Ich will doch nur reden! Immer noch da. Ich kann die ganze Nacht durchhalten, wenn es sein muss. Jetzt wächst du meine Schätze. Er denkt wohl, ich wäre leicht zu haben. Muss näher ran. Zum letzten Mal. Such mich nicht. Hör auf, wegzulaufen! Hör auf, mich zu jagen! Warum spinnst du mich ein? Weil ich dich aufhalten will! Hab sie! Sie darf mir nicht schon wieder entkommen. Geschafft. Jetzt muss ich nur noch näher ran. Auf! Können wir uns jetzt normal unterhalten? Für mich fühlt sich das schon normal an. Ich weiß, was auf diesen Sticks ist, die du stiehlst. Zieh dich an. Muskeln und Köpfchen. Du darfst Hammerhead nicht den letzten Stick geben. Sobald er hat, was er will, wird dein Sohn keine Rolle mehr spielen. Lass mich dir helfen. Was sollen wir tun? Halte ihn hin. Dann haben wir mehr Zeit, deinen Sohn zu finden. Hab dich vermisst. Schön, dass wir wieder zusammen sind. Aber nicht so. Schade. Okay. Ich kann uns höchstens ein paar Tage Zeit beschaffen. Also, wegen deines Sohns, kann es sein, dass ich... Später.
finden wir zuerst meinen Sohn. Danach können wir in Ruhe über alles reden. Man sieht sich, Spinne. Oh, MJ wird mich umbringen. Wir brauchen etwas Geduld noch. Wir werden sie da rausholen. Die Dons sind bei den Cops sicher. Und jetzt zu Mr. Groß, Dunkel und Flachköpfig. Gut gemacht, Spinne. Mein großer Auftritt ist versaut, aber was soll's? Das Risiko von Live-Fernsehen. Gefällt's dir? Projekt Olympus in Aktion. Hab's vollendet, als du mit den Dons gespielt hast. Das trägt man diese Saison also in Paris. Ich sag's nur ungern, aber Metallic steht dir nicht. Ich will die Mafia hier wieder aufbauen. Das braucht langfristige Führung. Jetzt bin ich langfristig. Deine Ersatzteile vielleicht, aber du? Du bist verrückt. Na, ich bin einfach jemand, der sich mit PR auskennt. Die Stadt nimmt die Magier längst nicht mehr ernst. Kein Respekt mehr. Aber wenn sie sehen, wie ich dich zermalme, wird sich alles ändern. Zurück zu den glorreichen Zeiten. Au! Sein Kopf ist so hart wie eine Wand. Aus solidem Stahl. Geschlagen, aber deiner ist wahrscheinlich der härteste. Bewegung. Sie sind verhaftet. Tja, sich zu einem Verbrechen gegen die Natur zu machen, war wohl doch nicht so schlau, hä? Du hast nicht zugehört, als ich langfristig sagte. Die Magia ist geduldig und weiß, wann der richtige Moment ist. Yuri. Nein! Yuri, tu das nicht! Captain, stopp!
Ja. Das ist übel. Ja. Bei unserem letzten Treffen sprachen wir über Furcht. Wie fühlt sich das an? Einfach prima. Hey, hey, hey! Komm ruhig näher! Ich warne dich! Ist das eine normale Warnung oder so eine Rotlicht-Warnung? Ist das dir? Nein! Aber wäre toll, wenn's so wäre. Alles okay? Ja. Ja. Lang nicht gesehen. Für wen arbeitest du? Er arbeitet für Hammerhead. Wo ist dieser Hammerhead? Hey, hey! Können wir das nicht ganz normal bei einem Kaffee besprechen? Übrigens, ich mag dein neues Hovercrafting. Sag mir alles, was du weißt. Ohne Waffe vor der Nase ginge das besser. Du hast 3 Sekunden. Steck die Waffen weg und... 1. Muss das denn wirklich sein? 2. 6, 9, 7 und 11. 3. Sable, du wirkst etwas gestresst. Vielleicht hilft der Tiefenatmung. Ein, aus, ein, aus. Sag mir, wo Hammerhead ist. Wenn ich das wüsste. Aber wir könnten ihn gemeinsam suchen, statt uns zu bekämpfen. Gemeinsam? Niemals. Was habe ich dir getan? Moment. Hörst du dir etwa Jamesons Podcast an? Du solltest der Beschützer dieser Stadt sein. Aber du hast zugelassen, dass dieser Hammerhead meine Ausrüstung stiehlt. Ich habe nichts zugelassen. Ich versuche, diese Diebstähle zu stoppen. Dann versagst du gerade auf ganzer Linie. Oh, das tut weh. Aber stimmt schon. Wer weiß. Vielleicht steckst du mit ihm unter einer Decke. Wow, jetzt bin ich beleidigt. Ich kenne dich nicht. Offensichtlich. Und ich traue dir nicht. Also halt dich da raus oder trage die Konsequenz. Mich raushalten, während du was tust? Hammerhead finden und töten. Viel Glück dabei. Der stirbt nicht so leicht. Wir werden sehen. Verdammt! Was ist passiert? Ich dachte, du bist ein guter Kerl. Ich bin gut in meinem Job. Aber ich bin kein Kerl. Übersetzungsfehler, schätze ich. Ja! Was ist denn mit Danke mir, indem du nicht stirbst? Okay, Screwball muss hier irgendwo sein. Es sei denn, sie trickst mich wieder aus. Aber diese Party wäre nach ihrem Geschmack. Hey Leute, ich hoffe ich... Screwball, keine Bewegung! Klausan, die Welt sieht uns zu! Nur weil Leute sich das anschauen, bist du noch lange nicht besser als andere! Wow, Stimmungskiller! Etwas netter und witziger, bitte, okay? Wer möchte
Auf keinen Fall! Sieh dir mal an, wie viele jetzt zuschauen! Wir müssen... Schau mal, eine rote Bombe! Begib dich lieber dorthin! Und jetzt was Neues! Mann, heutzutage haben alle Drohnen. Oh, pass auf! Oder nicht? Beides ist total... Eine Drohne weniger. Bringen wir das im Nahkampf zu Ende. Du hast mich nur erwischt, weil du mich erwischen solltest. Schau mal, so viele neue Follower. Ja! Los, an die Arbeit. Wo ist jetzt diese Basis, von der du geredet hast? Dein Spielzeug ist echt cooler als meins. Also, ich liebe diese unsichtbare schwimmende Festung. Aber nachdem sie jetzt ganz New York gesehen hat, wird Hammerhead sicher bald hier sein. Da bin ich ganz sicher. Also müssen wir uns beeilen. Ich habe ein Klasse 5 Laserarray beschafft. Wir müssen es kalibrieren, damit es nicht überhitzt. Glücklicherweise bin ich ein Meister der Kalibrierung. Dann mal los. Okay, was zuerst? Und jetzt das Gehäuse einpassen. Bin dabei. Wow, netter Laser. Gehäuse sitzt. Und fertig. Wir sind nicht fertig. Oh. Wir müssen die Zielfeldantennen zurücksetzen. Na klar. Ich habe keine Ahnung, wovon du redest. Verlass den Hangar und navigiere zur Spitze der nahen Transmitter. Okidoki. Wir sollten über die Hammerhead-Strategie reden. Meinst du nicht? Was gibt es da zu reden? Wir finden ihn und richten den Laser auf seine Kopfplatte. Der Laser erhitzt den Carbonstahl auf kritische Temperatur, was seine Molekularstruktur verändert. Und ihn weich macht. Und ich schlage ihn bewusstlos. Soweit, so gut. Aber könnte das nicht sein Gehirn schmelzen? Wenn der Wolf Schafe reißt, dann wird er vom Schäfer erschossen. Okay, aber vergiss nicht, Schäfer. Niemand wird getötet, okay? Fertig. Wie sieht's aus? Systeme funktionstüchtig. Jetzt müssen wir die Ziel- und Leistungspegel testen. Cool. Moment. Ich werde doch nicht beschossen, oder? Noch nicht. Aber du musst diese Ziele starten. Okay. Okay. Bereit? Bereit. Bomben los! Getroffen! Los! Noch ein paar mehr. Von mir aus, das macht Spaß. Und es geht weiter. Guter Schuss. Ist das Tontaubenschießen für Militärkräfte? Au, au, vielleicht einmal noch, bitte? Du bist ein Kind. Ja, tja, in uns allen steckt doch ein Kind. Bin unterwegs. Wir müssen den gyroskopischen Navigationsstabilisator einstellen, um das Gewicht des Lasers auszugleichen. Geh zu dem Terminal und warte, bis ich das System aktiviere. System bereit. Ich mach das. Okay, das müsste gehen. Ah!
zwei seid jetzt ein Team? Süß. Aber das wird euch nicht helfen. Fable? Ich könnte Hilfe gebrauchen. Der Laser geht nicht. Du Finn? Ich versuch's. Okay, dann tanz nicht so lange den Hammerhead, Walter. Okay, werden wir persönlich. Geschafft. Danke, durch dich weiß ich endlich, was ich habe, das falsch gemacht habe. Fable, wie sieht's bei dir aus? Was glaubt ihr, was ihr da macht? Endlich. Jetzt kann ich nah an ihn ran. Das wird dir nichts nützen. Ich bin unzerstörbar. Ich brauche Verstärkung. Jetzt! Wenn ich fertig mit dir bin, zieh sie dich von den Wänden. Nimm das! Spinne! Ihr gebt einfach nicht auf, oder? Wirklich tapfer! Aber ich töte euch trotzdem! Versucht doch auszuweichen! Ihr wollt mit Feuer! Ich spinne! Wie du willst! Und kein Respekt! Was ist noch nötig? Weißt du, wer Respekt verdient? Jemand, der weiß, wann Schluss ist! Starte Bombenabwurf! Verdammt! Verfehlt! Versuch's weiter! Der nächste trifft garantiert! Ich lass die Bomben los, du wirfst sie! Achtung, mach dich bereit! Ich brich dir. Du kennst gut, aber ich bin besser! Sehr gut, jetzt auf ihn! Seht mich an! Ihr könnt mich nicht töten! Okay, der Laser! Jetzt halt ihn fest! Gib auf! Bevor ich dir wirklich wehtue! Kommt her, Jungs! Ihr beide könnt was! Ich gebe euch eine Chance! Macht bei mir mit! Oder sterbt! Ich hätte dann gern Tor Nummer 3! Ich muss die Bomben fangen, die Schild ist unten! Unzerstörbar, was? Eher nicht! Das war's mit dir! Der Kerl liegt drauf an! Ich komme! Ihr macht mich nur wütend! Bleib auf Distanz! Lass ihn nicht den Kopf einsetzen! Guter Tipp! Töte den! Mit diesen Bomben! Ja, ich hab ihn! Okay, werden wir persönlich! Schnell! Ich muss schneller sein! Scheiße, Gerechtigkeit! Lasst euch nicht erwischen! Schieß doch! Ich versuch's! Nicht jetzt! Der Laser geht nicht! Warte! Ich hab die Idee! Kannst nicht lange warten! Halt ihn! Ja! Und dann musst du springen! Was?
Ah, das hat Spaß gemacht. Hey, wie wär's mit Abendessen? Ich weiß, wo es gute Pizza gibt. Ich muss zurück nach Symkaria. Stimmt, du musst in den Krieg ziehen. Ich kämpfe nicht zum Spaß. Ich tue es, um meinem Volk zu helfen. Ich weiß. Dafür sind Helden da. Ich bin keine Heldin. Aber ich habe etwas gelernt. Ach ja? Und was? Wie man Gegnern mit schlechten Witzen entwaffnet. Also, das sind gute Witze. Aber Humor ist natürlich subjektiv und... Danke, Spider-Man. Für alles. Keine Umarmung. Ja, sicher. Klar doch. Hey, kannst du mich in die Stadt mitnehmen? Ich würde schwimmen, aber diesen Flussgeruch kriege ich nie wieder raus.